Deswegen gehen mir diese Leute, die einfach nur sagen, ich mag dich voll, ich like alle deine Videos, bitte folgen mir jetzt. Das sind. Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Und zwar habe ich mir gedacht, ich mache einfach mal eine etwas andere Art von Videos und zwar mehr so in dem Stil, wie ich es früher mal gemacht habe, also vor 2 Jahren, da war ich 14 oder so und ja, da habe ich mir halt immer spezielle Themen rausgesucht, die auch zum Teil etwas ernster waren und darüber halt ein Video gedreht und zwar habe ich mir jetzt für das heutige Thema einfach mal rausgesucht, YouTuber und ihre Fans, ich nenne es jetzt einfach mal Fans, man sagt natürlich auch oder ich sage auch lieber Zuschauer, aber da gibt es meiner Meinung nach wirklich eine Differenzierung zwischen dem Zuschauer und dem Fan und dem Fan. Also da gibt es 3 Varianten, die würde ich euch gerne mal ein bisschen vorstellen, was mich daran aufregt zum Teil auch und was ich auch toll finde. Und ja, falls ihr dieses Video feiert, falls ihr mehr so auf diese Art und Weise sehen wollt, dann würde es mich natürlich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Dann sehe ich das natürlich und mache im Verlauf der Ferien, die ich jetzt habe, bestimmt noch 1, 2 weitere Videos, die halt etwas ernster gestaltet sind. Und ja, jetzt viel Spaß. Ich würde mal sagen, ich lasse so als erstes mal so ein kleines Statement zu der Person ab, die ich so als Zuschauer definiere. Jetzt nicht unbedingt als Fan, sondern halt mehr als Zuschauer. Und zwar sind das halt die Leute, die ganz normal unter sehr viele Videos, cooles Video oder irgendwelche Kritik schreiben und die mich so abonniert haben, mir auch auf Instagram und YouTube folgen oder so, aber halt einfach nur ganz locker ab und zu mal schreiben, cooles Video. Und ja, das ist halt ganz entspannt. Ich finde eigentlich Leute, die so sind, finde ich total cool, lässt sich richtig gut mit umgehen, kann man auch mal ganz normal mit schreiben und freut mich auf jeden Fall. Was ich dann hingegen mehr als krass finde, ist, wie sich dieses Fansein auf YouTube entwickelt. Ich meine, es ist auch schon bei Leuten, die gerade mal, ich sag jetzt mal, 1500 Abonnenten haben, da gibt es schon Leute, die fahren mega krass auf die ab und die feiern die, als wären die jetzt der neue Justin Bieber oder so. Und da kriege ich auch oft so Nachrichten, da denke ich mir, ich kann jetzt einen mal raussuchen, den lese ich euch mal vor. Ich habe jetzt einfach mal so einen Auszug aus so einem etwas längeren Text genommen, der echt, da denkt man sich so, okay, ist echt, ich weiß nicht, wie man damit umgehen soll halt einfach so, ne? Also, ich bin rumgesprungen, habe angefangen zu weinen und dabei am ganzen Leib gezittert, weil ich so aufgeregt war. Ich frage mich da immer, wie das so zustande kommt. Ich meine, das ist echt. Ich habe jetzt 45.000 Abonnenten oder so. Ist zwar jetzt auch nicht mehr so wenig, aber es ist jetzt auch nicht. Ich meine, ich bin doch jetzt nicht irgendwie, ja, wie gesagt, schon eben Justin Bieber oder so. Man freut sich auf der einen Seite natürlich total über solche Texte oder man ist halt echt schockiert, dass es solche Menschen gibt oder sie auch in Vielzahl gibt, aber man weiß halt nicht, wie man damit umgehen soll. Ich sag's ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, warum das so jetzt alles zustande kommt und ich weiß jetzt nicht, wie ich mich da ausdrücken soll, wie ich meine Meinung da sagen soll, weil ich. Es ist echt schwer zu erklären, wie ich mich da so fühle und ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr so davon haltet und ob ihr auch so krass in diesem YouTube-Ding seid und so YouTuber habt, die ihr, das ist da jetzt das richtige Wort zu, ja, anhimmelt, kann man fast sagen, ist einfach so. Also eure Meinung einfach mal unten in die Kommentare und dann würde ich sagen, wir machen noch mit dem dritten Typen weiter, den ich, das ist so ein famegeiler Fake-Fan, kann man sagen. Ja, genau, das ist ein richtig guter Begriff. Das sind diese Leute, die kommen halt oftmals auf Instagram vor, da kriege ich dann mal ab und zu so 3, 4, 5 Nachrichten oder Kommentare. Da steht dann zum Beispiel sowas drin. Ich suche jetzt mal wieder so ein Zitat. Hi Alex, ich liebe deine Vlogs bei YouTube. Ich bin dein mega größter Fan. Ich fände es mega geil, wenn du mir folgen könntest. Ich like auch meinetwegen alle deiner Videos. Ich denke mir bei sowas immer, es ist natürlich sehr schön, dass du mich so tatkräftig verfolgst, aber auch immer auf welchem Social Network, aber ich denke, jeder sollte darüber selber entscheiden, welche Person er jetzt oder welchen Personen er jetzt nachgeht und welchen halt nicht. Erstmal muss ich vorweg sagen, dass ich sehr oft oder schon ab und zu halt Leuten, die mal einen Kommentar da lassen, die ich halt sympathisch finde, da lasse ich dann einfach mal einen Ich folge da oder wie das heißt und ja, ich hoffe, die freuen sich dann ein bisschen. Auf jeden Fall finde ich so etwas zu schreiben von folgt mir mal da und da, ist echt, also das geht eigentlich gar nicht. Stellt euch mal vor, ich würde auf sämtlichen Social Networks allen Leuten folgen, die mir schreiben, bitte folgt mir dann, also auf Twitter, da habe ich mal so bestimmt 80 Leuten gefolgt, die mich irgendwie, die kannte ich halt alle nicht und den habe ich auch nur deswegen gefolgt, weil sie mich halt mal nett gefragt haben oder weil ich sie halt doch ganz nett fand, dann habe ich gedacht, ach komm, lass mal eine Folge da, vielleicht freuen die sich ja und dann war meine Startseite immer von Leuten voll, die mich eigentlich kein Stück interessiert haben. Also diese Leute haben dann voll viel Scheiße retweetet, die ich einfach nicht, davon wollte ich nichts wissen und das, was man dann wirklich wissen will, das geht in dieser ganzen Menge total unter und mit sowas habe ich halt total schlechte Erfahrungen gemacht. Deswegen gehen mir diese Leute, die einfach nur sagen, ich mag dich voll, ich like alle deine Videos, bitte folgen mir jetzt. Ich frage mich, wie man so sein kann. Das ist, also schreib mich bitte gar nicht so an, am liebsten, ich blocke
blockiert ihr jetzt. Fertig. Ihr seid wirklich zu 99,95% die geilste Community, die man sich nur vorstellen kann, erstmal vorweg. Aber es gibt halt auch diese 0,05%, die mir halt übelst auf den Sack gehen. So ist das halt, aber ja, deswegen an die Leute, die das jetzt sehen, so braucht ihr mir gar nicht kommen. Und das war's mit diesem Video. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen, wenn es euch gefallen hat und ihr mehr von dieser ernsteren Themenvariante sehen wollt. Und ja, hier ist mein letztes Video, hier mein vorletztes Video. Abonnieren nicht vergessen, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und wir sehen uns am Mittwoch oder so wieder. Haut rein, Leute. Ciao.